Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6. Wir wollten jetzt die Primo testen. Juans fleckige Liste ausstehender Reparaturen. Heckrotor im Dorf nach Rasenmäher klingen gucken. Kaputtes Getriebe in Autos nachsehen. Getriebe ist Getriebe, oder? Fluginstrumente mit Kurzschluss. Bordelektronik ist was für Amateure. Kugellöscher. So lassen Kugellöscher. Achso, Kugellöscher. So lassen. Kugellöscher sind cool. Gebrochener Steuerknüppel. Irgendwer hat immer einen Dildo rumfragen. Achso. Naja. Okay. So. Wir sind einen Rang aufgestiegen, habe ich gesehen. So, ich habe jetzt den Supremo. Guerrillero. So. Können wir jetzt hier irgendwas Besonderes machen? Jetzt ein paar Aufsätze oder sowas. Ich muss an die Werkbank. Ich muss gucken, an der Werkbank. Zack. Halt mal. Hallo. Ja, siehst du. Schön. Oh ja. Aber da ich das Gewehr hier lieber nehme, mache ich das bei dem. Oder habe ich jetzt noch Kohle für das hier? Habe ich es? Habe ich sogar noch was? Nee, hier. Hä? Ah! Wo ich das bei dem einen gemacht habe, kann ich das jetzt überall ransetzen? Oder hat das. Doch. Cool. Das ist cool. Ja, jetzt bleib mal kurz still. Kämpft dieses Ding für dich? Ja. Hola. Leider. Clara? Ich habe einen Job für dich. Schön. Zerflattertes Essay von der Uni. Die Tränenjaras von Clara Garcia. Matriposa Nocturna ist ein echtes jaranisches Original. Man findet sie sonst nirgendwo auf der Welt. Das Blau auf der wahren jaranischen Flagge steht für diese Blume. Und die Farbe dafür wurde ursprünglich sogar aus ihren gemahlenen Blütenblättern gewonnen. Es heißt, wenn ein Guerillero im Kampf für Jarans Freiheit fällt, wächst eine Mariposa-Blume neben seiner Leiche. Deshalb heißen sie Tränenjaras. Das ist selbstverständlich nur eine Volkssage und hat mehr mit dem berühmten Gedicht von Lorenzo Canseco zu tun als mit der Wahrheit. In Wirklichkeit bevorzugt die Pflanze trockene, abgelegene und schattige Plätze, also genau die Umgebung, in der auch Guerrilleros am besten gedeihen. Ja, die Legenden von 67 haben mit diesen Blumen ihren sicheren Weg markiert, die weit ab von den Militärrouten verliefen. Bei der Suche nach den Guerilla sind die Soldaten nie darauf gekommen, zuerst nach den Blumen zu suchen. Ja, na und? Da muss was. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime am Leben hält. Er hat Arbeitslager für die Herstellung in ganz Yara errichtet. Auf diesen Plantagen pflanzen Ausgestoßene wie Sklaven Tabakpflanzen an, aus denen sie dann Viviro machen. Das sind unsere Leute, Danny. Misshandelt, gequält, in einer Dunstwolke giftiger Chemikalien. Es gibt ein Lager auf dieser Insel. Wir haben versucht, es zu zerstören, aber ohne Erfolg. Jetzt werden wir das zu Ende bringen. Julio wartet in einer Scheune in der Nähe auf dich. Erinnert stark an Far Cry 5, ne, mit dem Prediger. Mit dem Prediger. Seed? Joseph Seed? John Seed? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit diesem Gift und so. Die hatten ja da auch ihr. Ihr wisst bestimmt, wie das heißt. Keine Ahnung. Dieses grüne Zeug da, was einen völlig benebelt hat. Und hier ist anscheinend auch so mit. Haben wir ja schon gesehen, mit diesem roten Zeug da. Oder? Also so im Sinn hängt das immer alles so ein bisschen so sehr nah beisammen da. Wobei das hier ja in einer anderen Zeit spielt, würde ich sagen. Wa? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn diese Zeichen? Ach da. Oh. 430. Na gut, wie komme ich denn jetzt am besten hin? Da oben ist durch die Höhle.
so hoch die Ranken. Ja, ich habe das Gamma ein bisschen hochgestellt. Also jetzt müsste die Helligkeit. Jetzt sieht das so ungefähr aus wie bei mir. Zeit für einen Probelauf mit dem Supremo. Oh. Wenn es zu viele Soldados werden, drückst du einfach ab. Ach ja, eine klitzekleine Kleinigkeit solltest du vielleicht noch wissen. Aha. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Ja, wartet mal einen Augenblick. So, da bin ich wieder. Ich habe ein paar Sachen umgestellt bei OBS. In der Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen geiler ist, ein bisschen flüssiger und alles läuft. Ich habe gemerkt, dass es so ein bisschen geruckelt hat und es ging mir extrem auf den Sack. So, was haben wir denn hier? Oh, hier liegt auch noch was. Schrott mit M. Recycelt das Glas wieder mal. Recycelt das Glas. Entschuldige bitte. Guapo! Alter Sack. Egal, ich gehe jetzt erstmal nicht. Ich wollte da zu dem Schlüssel. Das ist ja auch so ein Schlüssel. So. Er wartet an der Finsterpresse auf. Achso, er wartet an der Finsterpresse auf mich. Ja, ja. Wer denn? Oh, dann wieder, warte. Triff Julio. Ah, okay, also Julio. Hier ist wieder eine Werkbank. Dein Krokodil sieht krass aus. Ja, ich finde ein bisschen. Ich finde, die Texturen sind ein bisschen kacke. Aber ansonsten danke. Achso, naja, okay. Das haben wir alle. Wir werden jetzt da mal runterradeln. Ja! Mann, ich will schießen. Wappo, kommst du auch? Wie macht der das jetzt? Ja, ja, er tut jetzt, als wenn er da läuft, ne? Kaum gehe ich ein paar Schritte vor, plopp, ist er hinter mir. Komm, wir rennen einfach mal. Was willst du? Wie hast du denn das? Achso, eine andere. Mein Gott. Was ich will, kann ich dir sagen. Von diesem Berg hier runter. Hm. Schön. Oh, oh, schön, schön. Soll ich hier runtergehen? Ja, und ab dafür. Und geht das alles? Läuft das? Da gut, ey. Das läuft gut. Schön flüssig. Ja. Schade, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist. Bei der vierten Folge oder so. Na egal. Die anderen Folgen sind trotzdem ansehnlich. Schon allein wegen mir. Spaß. So. Ach, das ist Julio. Julio. Halt. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Doch, hier bin ich doch. 20 iranische Pesos. Was ist los? Hör zu. Ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3, wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Komm, lass mich brennen. Was macht denn Guapo da wieder? Ey, total sinnfrei. Ah, Fuego-Fäustlinge. Lass mich die ausrüsten. Langsam nimmt die Scheiße hier. Mhm. Hamilton. Hörst du mal auf. Ich nehme mir Handschuhe. Entweder sind diese Ketten da weg. Sind jetzt? Schutzmaske. Schützt deine Augen vor Gift. Ach, auf sowas müssen wir auch achten.
Far Cry. So. Richtige Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir am Leben zu bleiben. Ja, ja. Für die ganze richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Ja. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Mhm. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu. Wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift wissen. Du musst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240. Aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Einfallsreich. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Junge, renn doch nicht so. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Kann nicht so lange rennen. Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von mir aus können wir es gut auskundschaften. Bin hinter dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Guapo, ey. Kann man den nicht irgendwie wegmachen? Hier hoch, dalle. Ach so, ja. Die Schlüssel da, die sind natürlich die Werkbänke. Lauf, Mann, lauf. Siehst du den Viviro-Tabak und die gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift raus kann. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Hm. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Junge. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos dann. Für La Lita. Wo willst du hin, Junge? Haus des Geldes, los geht's! Bist du gestört? Oh, jetzt ballert der gleich los. Was ein Trottel, ich hoffe, er stirbt. Junge, du musst doch auf die Leute schießen. Na, na, na. Warum ist das ich nicht? Aber... Guapo! Schnapp sie dir, Guapo. Brennen wir alles bis auf die Gruppe an. Ja. Ah, Guapo! Warum ist ein Idiot direkt in die Flammen gelaufen? Ich hänge irgendwo. Junge, machst du was? Medizin. Es un gran fuego que nuestra isla salvará. Juntos peleamos
machen, da kann man nur abgehen. Was ist das hier? Recyceltes Glas. Runter vom Feld. Junge, nicht so lässig. Ich hatte schwören, ich höre Musik. Ich auch. Komm her, ich will dich anzünden. Hallo. Bella ciao, bella ciao, ciao. Ups, voll Idiot. Wapo, ich hab dich angezündet, sorry. Oh, der Schalter war blöd. Ups. Die haben Verstärkung. Alarma. Oh. Wacko, mach da auch was. Oh, ich hab den Alarm erledigt, ne? Ja, Bella, ciao, ciao. Wen schießt der? Achso, die Kopf. Oh, geh weg da. Sehr schön. Guapo. Ja, komm. Geh jetzt wieder gut. Was? Okay, mit Gift. Das war unerwartet. Ich dachte, er explodiert. Was ist denn jetzt hier? Mann, Alter, der. Ach, da oben, hallo. Ich muss noch ein bisschen zündeln. Jetzt wird gefackelt. Ein bisschen brennen. Oh, da geht lieber nicht lang. Noch einer gerannt. Wow, immer einsatzbereit. So, was haben wir hier noch? Ah, 8 Metall. Ich zünde noch ein bisschen. Wo ist mein Flammer? Oh. Ja, immer durch die Flammen, Guapo. Ist ja no problema. Ich muss hier auch noch mal lang. Ich muss hier lang. Ich will hier rein. Alles gut, ja. Was ist das denn? Breaking Bad? Ah. Junge, erschreck mich nicht so. Achtung! Verdächtige Aktivitäten rund um das Cabeza-Treibstofflager gesichtet. Potenzieller Benzindiebstahl. Durchsuchen Sie alle eintreffenden Zivilisten, Fahrzeuge und Warenlieferungen. Bleiben Sie jederzeit wachsam. Oh, loyale FND-Kräfte verhindern Terroranschlag. Die Castillo-Regierung berichtet, dass eine terroristische Gruppe, die sich Libertad nennt, am Sonntagmorgen die Isla Santuario angegriffen hat. Diese sogenannte Invasion hatte einen schlechten Start, da ihr Hubschrauber von FND-Kräften abgeschossen wurde. Schiffe der jaranischen Marine
fingen daraufhin ein Schiff mit der Hauptstreitmacht der Terroristen ab und versenkten es in einem kurzen und einseitigen Kanonengefecht. Für diese Terroristen gab es eine ordentliche Überraschung, berichtete ein FND-Sprecher. Das zeigt einfach, was für eine professionell und gut ausgebildete Armee wir haben. Das Volk von Yaran sollte stolz auf seine Männer und Frauen in Uniform sein. Ein Kontrollpunkt wurde eingerichtet und FND-Patrouillen werden auf der Insel Santuario durchgeführt, um Überlebende ausfindig zu machen und zu beseitigen. Naja, dies wird das letzte Mal sein, dass wir von Libertad hören. Ich glaube weniger. Da. Muss ich das hier auch anzünden? Ich will wackeln. Und damit den Knospen. Nein, geh weg, Junge. Ehrlich, das war keine Absicht. Wer ist da? Wer war da? Ist hier noch mehr? Ne, das ist ja alles noch am Brennen. Da ist noch mehr. Mein Gott, wie viel Scheiße haben die denn hier? Kann nicht wahr sein. Weg mit dem Giftzeug! Da hinten brennt's noch. Jetzt fängt's auch noch an zu regnen. Rennt noch ein Zivilist. Kann die gelben Gifttanks mit Sprengstoff zerstören? Ich muss ehrlich sagen. Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldados töten. Das liebt sie. Okay. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh, das sind ja so eine Verfolgungsraketen. Das ist ja gar nicht mal so kacke. Danny, sieht gut aus. Wir treffen uns am Aussichtspunkt. Bin unterwegs. Ist immer schön. Du Hero. Abmarsch. Oh ja. Wahnsinnig. Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen? Kommt dir bekannt vor. Was ist denn mit dem Auto? Was ist denn da hinten, Vollidiot? Wer ist denn da? Nicht nachlassen! Ah, ich bin halt nett. So, endlich hat die Musik aufgehört. Ich werde ja irre hier. Oh je. Scheiße. Du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Sie. Wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, Danny. Wir treffen uns im Lager. De nada. Macht halt der Land hier, Vince. Wie war denn das? Einsatz abgeschlossen. Feuer und Zorn.
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie war denn das mit dem Molotow? So. Okay. Mausrad drücken. So war es. So, was haben wir denn hier neu? Nichts. Nee, mach wieder ran, das Ding. Zerbrechende. Gibt es noch nicht. Auf deine Waffen suchen, es gibt nichts Neues, habe ich gesagt. Arsenal. Aber ich bleib gleich so angezogen, ne? Flammenwerfer. Achso, was, genau. Was ist denn mit dem Supremo? Aber das mit den Texturen ist schon irgendwie ein bisschen belastend, ne? Egal. Guck mal, du kriegst hier noch richtig weit. Ach so, ein Verteidigungs-Supremo. Da hast du ja verschiedene Dinger hier. Schleich-Supremo. Ah. Okay. Na gut. Wir müssen ja schnell weg. Los! Clara. Ich hoffe, du kannst den Rauch von deinem Standort aus sehen. Heute hast du Castillo einen Schlag verpasst. Hoffentlich war Julio nicht so hart zu dir. Er ist verletzt, aber okay. Ich glaube, Lita würde jetzt lächeln. Danny, es gibt jemanden, den du kennst. Da ist er. Guck mal, er ist ja weit gekommen. Er heißt Benito. Er ist ein Fischer. Das bedeutet, soll ich dich mitnehmen? Er lebt auf der Ostseite von der Casas-Bucht. Es ist immer gut, neue Freunde zu finden. Du brauchst Brücken für mich, Danny. Das ist dein Talent. Wir brauchen Benito. Sprich mit ihm. Oh Mann, ey. Sprich mit Benito. Wo ist denn der jetzt wieder? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Rang 4. Dorf. Aha. Rang 1. Aber da steht doch Rang 4. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. War denn jetzt das Dorf hier eigentlich hier und Unterschlupf? Und das hier sind die Bösen, ne? Ein Treibstofflager. War die nicht hier oben auf einer Insel? Da. Wir reisen wieder ins Lager. Lager. Und zwar reisen wir ins Lager, damit ich diese Folge beenden kann. Tut mir wirklich leid, schade. Aber schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, sprich mit Benito. Werden wir beim nächsten Mal sehen. Haut da rein, ciao!